Ja, Herr Zingler, viel Aufmerksamkeit im Moment um den Club. Genießen Sie das eigentlich? Ja, natürlich muss man das genießen, weil es ja heute noch, sechs Wochen nach dem Aufstieg, eher positive Dinge sind. Ausgeglichene Bilanz, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also zurzeit ist alles noch im Lot. Würden Sie sich mit dem Verein denn auch als etwas Besonderes in dieser ersten Liga empfinden? Nee, das machen wir nicht. Also wir befinden uns eigentlich relativ normal. Also wir sind ja so, wie wir sind, seit vielen, vielen Jahren. Wir nehmen natürlich wahr, dass uns von außen ja auch Dinge herangetragen werden aus der Sicht von außen, die etwas Besonderes darstellen. Das freut uns, weil das Besondere was Positives ist und nichts Schlimmes, nichts Negatives. Aber wir sind normal aus unserer Sicht. Wie würden Sie die Werte dieses Vereins, über die immer wieder gesprochen und geschrieben wird, einordnen? Auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass wir hier erstklassigen Fußball spielen und dass es ohne Geld nicht geht. Na, wir definieren uns zuallererst auch über den Fußball. Ja, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen Spiele gewinnen, egal in welcher Liga wir sind. Wir reduzieren sicherlich am Spieltag das Drumherum so ein bisschen auf den Fußball. Wir haben ein Stehplatzstadion, das heißt, diese Mitwachquote, die Leidenschaft der Menschen ist bei uns eine ganz, ganz andere am Spieltag, weil die Menschen stehen. Und im Stehen singt man lieber, man bewegt sich. Heißt also, das Spieltagserlebnis ist ein besonderes bei uns. Das kann ich sagen. Ansonsten Werte, ich glaube, dass wir eine sehr hohe Solidarität untereinander haben, dass wir eine sehr starke Bindung zwischen Verein und Fanszene haben, auch zur Vereinsführung. Wir kommen in der Vereinsführung alle aus der Fanszene. Und somit herrscht ein großes Grundvertrauen zwischen Verein und Vereinsführung und Fans. Und das sind, glaube ich, ganz wesentliche Merkmale. Kommen alle aus der Fanszene in der Führung des Vereins? Ja, wir haben also mit meiner Person angefangen, meine Kollegen Dirk Thieme, Jörg Hinze kommen aus der Fanszene. Wir haben viele, viele Mitarbeiter, die aus der Fanszene kommen. Der Aufsichtsrat kommt aus der Fanszene. Klar, wir haben mit Oskar Kosche jemand, der ja Profifußballer war im Verein. Das ist auch eine gute Mischung, klar. Aber wir schaffen um uns herum dann Fachleute, also die für den Sport auch verantwortlich sind. Aber am Ende muss eine Vereinsführung die Menschen verstehen, für die man den Fußball letzten Endes organisiert und spielt. Und deshalb ist bei uns eine sehr, sehr starke Prägung aus der Fanszene. Empfinden Sie das als anstrengend, diesen permanenten Austausch auch mit der Fanszene? Oder ist das in der Tat dann diese gelebte Wirklichkeit, die Sie aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung auch haben? Na, beides. Also es ist gelebte Wirklichkeit und es ist Nähe erzeugt manchmal auch Anstrengung, ja, weil du natürlich permanent ansprechbar bist, weil du dir über viel, viel mehr Dinge Gedanken machst, als vielleicht der eine oder andere Kollege, der sich eher stärker auf den Sport und auf das Ereignis an sich konzentriert. Und wir spielen Fußball für Menschen. Das ist unser Slogan eigentlich, unsere Gedanken, die wir haben. Das gilt vom Spieler, der sollte wissen, dass er für Menschen Fußball spielt. Und wir als Organisation organisieren Fußball für Menschen. Und da ist es nicht verkehrt, wenn man Teil dieser Menschen ist und nicht sich irgendwann mal loslöst von diesen Menschen. Das heißt ja einmal Unioner, immer Unioner. Das beanspruchen wahrscheinlich andere Fanszenen für sich auch. Aber wir haben das auch jetzt so ein bisschen festgestellt. Das geht weit über die Hardcore-Fanszene, egal ob das jetzt Ultras heißt oder wie auch immer, hinaus. Also es sind tatsächlich alle Fans so ein bisschen in dieser eingeschworenen Masse. Ist das vielleicht dieser besondere Haken an der Sache? Der Anteil der aktiven Fanszene bei uns ist ein viel, viel größerer. Also aktive Fanszene würde ich bei uns mit 70, 80% beziffern. Das ist natürlich enorm viel. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass, was ich vorhin sagte, Stehplatzstadion. Bei uns haben wir keine passiven Zuschauer, sondern bei uns sind nur aktive Zuschauer. Selbst die Sitzplatztribüne ist, glaube ich, bei uns etwas aktiver als in anderen Vereinen. Und die Nähe, die Bindung, die Organisation, also wir lassen ja eine Menge zu. Wir lassen also Initiativen zu aus der Fanszene. Das Weihnachtsding ist so entstanden, das Drachenbootrennen, damals das WM-Wohnzimmer. Viele, viele Dinge entstehen aus der Fanszene und wir geben dann den Rahmen und helfen bei Organisationen oder übernehmen manchmal auch eine Organisation, wenn es dann zu groß wird. Aber hier gibt es also den Spruch, viele Fans oder viele Vereine haben Fans, sie haben Fans einen Verein. Und ich glaube, das drückt das ganz gut aus. Würden Sie sagen, dass in diesem Gemeinschaftsgefühl tatsächlich auch noch ein bisschen Ostmentalität steckt?
Ja, vielleicht, weil sich gegenseitig helfen, hier auch so seine soziale Mitte zu haben im Fußball. Hier sind die Kumpels und die Freundinnen und Freunde, mit denen du in den Urlaub fährst, die dir beim Renovieren helfen und, und. Also so der soziale Mittelpunkt ist hier im Fußball viel stärker ausgeprägt. Und ich glaube, sich gegenseitig helfen, damals aus Mangel, heute aus tatsächlich solidarischem Gedanken, ist sehr stark ausgeprägt. Wenn das Ostmentalität ist, ja, dann ist es eine gute Mentalität. Gehen Sie dann damit um, dass dann auch trotzdem aus der Szene hin und wieder vereinzelt Kritik kommt, wenn ich jetzt beispielsweise an den Trikotsponsor denke, und da sind wir wieder bei diesem aus meiner Sicht nicht zu bewältigenden Spagat zwischen dieser Fußballromantik und dem nötigen Kommerz, wenn man oben mitspielen will. Naja, sich solidarisch zu verhalten und am Ende sich hinter bestimmten Werten zu vereinen, heißt ja nicht, dass wir eine total homogene Gemeinschaft sind, sondern wir sind, haben in unserer Gemeinschaft alles, was die Gesellschaft hergibt, von links nach rechts, von sozialkritisch zu sozial verliebt und. Also wir haben alles, aber am Ende geht es darum, sich hinter dem Verein zu vereinen. Und das funktioniert bei uns seit vielen, vielen Jahren. Und auch das gilt es, auch da gilt es zuzulassen, ja? Also auch Kritik zuzulassen. Nicht jeder Mensch muss jede Entscheidung der Vereinsführung verstehen, aber am Ende geht es darum, in der Mehrheit über einen langen Prozess richtige Entscheidungen zu treffen, und das haben wir getan. Verstehen Sie sich da auch so ein bisschen wie die Kollegen von St. Pauli, die auch in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung tatsächlich auch Themen erarbeiten, gemeinsam mit den Fans? Also wenn das wieder Aufstehen gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen all diese Dinge sind, ist das auch ein Anliegen, das mit nachhaltig voranzutreiben? Nein, ich würde uns nicht mit St. Pauli vergleichen wollen, weil am Ende steht bei uns tatsächlich der Fußball im Fokus. Und trotzdem nehmen wir unsere Verantwortung wahr, die der Fußball mit sich bringt, weil Fußball hat einen unheimlich starken öffentlichen Raum, hat eine unheimlich starke öffentliche Wahrnehmung, und da solltest du dich als Verein auch gesellschaftlich positionieren. Das machen wir, aber nicht zum Selbstzweck, sondern tatsächlich, um diese Verantwortung in diesem Raum Fußball wahrzunehmen. Schließen Sie das aus, dass es hier je rassistische Äußerungen geben würde, hier in dieser alten Försterei? Nein, das kann ich gar nicht ausschließen, weil, wie gesagt, wir sind ein Spiegelbild dieser Gesellschaft. Und wir haben, nochmal, wir haben auf unseren Rängen sicherlich alles stehen, von links bis rechts und. Aber wer hier die alte Försterei betritt, überall, wo Union ist, hat Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung nicht zu tun. Da gilt letztes Endes nur Union. Und diese Regeln befolgen die Menschen hier im Stadion. Ganz kurz nochmal darauf, was Sie gerade gesagt haben, dass der Fußball ja wirklich eine unglaubliche Strahlkraft in dieser Gesellschaft hat. Selbstverständlich ist das nur ein Spiegelbild und irgendwo findet man alles wieder. Kann der Fußball aber darüber hinaus tatsächlich Botschaften senden, die andere Bereiche nicht so gut können? Ja, das sollte er, wenn er seine Verantwortung wahrnimmt. Also wenn er weiß, dass er diese Kraft hat, in der Gesellschaft etwas zu bewegen, dann sollte er diese Kraft auch nutzen. Und am Ende nochmal, über erfolgreichen Fußball transportiert man am meisten. Also die Meinung vom 1. FC Union Berlin hat in der 3. oder 4. Liga keinen Menschen interessiert. In der 1. Liga hast du plötzlich diese mediale Kraft. Also geh damit bitte sorgsam um und setze, wo es passt, auch ruhig Impulse. Was sind Ihre Visionen für den Rest der Saison? Was glauben Sie, wird entscheidend sein, um die Klasse zu halten? Also Vision innerhalb einer Saison haben wir Ziele, und diese Ziele sind ganz klar Klassenerhalt. Unsere Vision ist es, uns in der ersten Liga zu etablieren. Es wird ein anspruchsvoller Prozess, der über mehrere Jahre gehen wird. Wir haben ja, um in die erste Liga zu kommen, auch einige Jahre gebraucht. Es war aber so, dass alle Menschen im Verein sich hinter diesem Ziel vereint haben, aufzusteigen. Und jetzt gilt es, eine Atmosphäre im Verein zu etablieren, dass alle Menschen im Verein, um den Verein auch wollen, in der Liga zu bleiben. Und es wird wieder eine Phase von mehreren Jahren werden. Da steigt man auch zwischendurch mal wieder ab und wird wieder um den Aufstieg kämpfen. Aber wir wollen am Ende tatsächlich einer der 18 Bundesligisten in Deutschland sein. Wie unterschiedlich waren Ihre Reaktionen auf das erste Saisonspiel und auf das dritte? Na, erstmal als Präsident freust du dich über die 3 Punkte. Das ist ganz klar, das ist das Allerwichtigste. Aber Abendspiel hat eine herausgehobene Bedeutung, und dann Borussia Dortmund, einen Meisterschaftskandidaten. Also ich gebe gerne zu, dass es zu meinen Top 10 Erlebnissen mit Union gehört, dieses Spiel am Sonnabendabend, weil es dann nicht nur das tolle Ergebnis auf dem Rasen war, sondern auch diese
unbändige Kraft, die dieses Stadion entwickeln kann. Also dieser Druck, der da von den Rängen entsteht. Und also ich spüre, dass die Menschen hier bei Union unheimlich viel Spaß haben, in der ersten Liga zu spielen. Das hat man gemerkt, das hat man gegen Leipzig gemerkt, das hat man aber auch insbesondere gegen Dortmund gemerkt. War ein Top-Abend. Ist das eigentlich ein entscheidender Faktor, dass die Fans sich selber auferlegt haben, niemals die eigene Mannschaft auszupfeifen, niemals vor Schlusspfiff das Stadion zu verlassen? Das finde ich schon besonders. Das habe ich so noch nirgends erlebt. Nein, das Schöne ist, dass das schon uralte Regeln sind. Und wir sind ja in den letzten Jahren enorm gewachsen. Wir haben jetzt 31.000 Mitglieder. Wir haben ein ausverkauftes Stadion seit vielen, vielen Jahren. Und alle, die neu hinzugekommen sind, haben sich automatisch irgendwann diesen Regeln unterworfen. Und also dieses Transportieren von Werten, insbesondere wenn du wächst, ist eine Herausforderung. Und ich merke aber, dass es uns gelingt. Also, und da muss gar keiner gezwungen werden. Ich glaube, jeder, der hierher kommt, kommt auch deshalb hierher, weil es hier so ist. Vielen Dank. Bitte.